Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser heiteren Runde, deren Motto lautet Secrets, die Geheimnisse des unbedeutenden Mannes. Begleiten Sie uns auf der Suche nach der Wahrheit. Doch schauen wir uns erstmal seine Quali an. Boah krass, hier hätten wir mal Tummels, der auf Alligator macht. Komisch aber war, denn ein paar Runden später ist er dann als Pro-Ripper am Start, nur halt mit Oberlippenbart. Nach seiner ZR wär ich fast vor Lachen gestorben. Aus Hummels Alligator-Ripper ist nun Matsche geworden. Da fragt man sich doch, was mit dir schiefgelaufen ist. Und bessere Bitch wirst du diesmal klauen, du Snitches. Ist mir auch egal, wie laut du brüllst. Warum willst du bedrohlich klingen? Du stehst da und malst ein Bild. Dein Scheiß-Rap wird auch nicht besser, wenn du deine Texte schreist. Der letzte Künstler, lol, du bist der letzte Scheiß. Und checkst gerade, du wirst himmelhoch verlieren. Secret, du kannst nicht mal deine Stimme kontrollieren. Und du dachtest echt, das nennt man Kunst. Dass du nen Schrei erzeugen kannst, macht dich noch lange nicht zu Edward Munch. Damn, Acuento, wer wird das halbe Hemd los? Mustache ist doch kein Must-Have, aber mit deinem Face wirst du sicherlich gefriendzoned. Amira TV auf Sendung, der Mr. Sendo, Ben zu den Beaku Bang Bros. Wir werden das Hemd los. Wer sich Secrets nennt, wird wohl Geheimnisse haben. Und ich vermute da ein paar hinter dem peinlichen Bart. Drückt er aus, man könne dich nicht rasieren. Oder ist das der Versuch, mit nem Balken dein Gesicht zu zensieren? Du siehst wie ein Kinderficker aus mit diesem Ding. Und sich unter diesen Umständen dein Clownsgesicht zu schminken, ist ja fast pervers. Leute, haut ihm auf die Fresse, wenn ihr seht, dass er sich einen Kindergarten nähert. Und da gibt's wirklich keinen Hinderungsgrund. Du kriegst aufs Maul und den Rest regelt der Kinderschutzbund. Und geiler Name, ich glaub Secrets würde ich auch heißen, wenn ich so geheim wär, dass mich überhaupt keiner kennt. Vielleicht sind mit Secrets deine Rap-Skills gemeint, denn wenn du welche hast, dann hältst du die tatsächlich geheim. Und egal welches neue Image du in dieser Runde bringst, nach dem Battle siehst du wieder so aus, nur halt ungeschminkt. Wer wird das halbe Hemd los? Mustache ist doch kein Must-Have, aber mit deinem Face wirst du sicherlich gefriendzoned. Amira TV auf Sendung, der Mr. Sendo, Bam zu den Beaku Bang Bros. Wir werden das Hemd